Eine kleine Quizfrage für euch. Wer ist das? Als junger Mann hat er nach einem Kneipenabend am Zaun des Kanzleramts in Bonn gerüttelt und gerufen: Ich will da rein! Ja, der junge Abgeordnete, der dann später tatsächlich Bundeskanzler geworden ist, heißt Gerhard Schröder. Vielleicht wusstet ihr das ja. Und dieser ehemalige Kanzler, der erste Kanzler einer rot-grünen Bundesregierung, ist jetzt das Thema dieses Videos. Gerhard Schröder amtierte zwischen 1998 und 2005 als Bundeskanzler. Auch wenn seit damals schon einige Jahre vergangen sind, ist das noch gar nicht so lange her. Für ein ganz ausgewogenes historisches Urteil fehlt also noch der zeitliche Abstand, der sehr langfristige Folgen von Schröders Politik sichtbar machen würde. Deshalb sage ich es ganz vorsichtshalber gleich am Anfang: Ich bewerte in diesem Video nicht, ob die Politik von Gerhard Schröder und seiner rot-grünen Regierungskoalition richtig, falsch, schlecht oder irgendwie gut gewesen ist. Ich zeichne sie eher nach, als ja, Chronist, wenn ihr so wollt. Trotzdem ist das Thema ganz spannend, denn der Bundeskanzler AD lebt ja noch. Er mischt sich immer mal wieder mit Wort und Tat ein und vor allem, er betreibt eine eigene Website. Und auf dieser Website können wir ganz gut ablesen, wie er in Erinnerung bleiben will. Da gibt es zwei Bereiche, die heißen Mut zu Reformen und Mut zum Frieden. So sieht sich Schröder selbst. Als Mann, der die Dinge anpackt, die getan werden müssen. Der nicht den bequemen Weg geht, sondern das Richtige tut. Der notfalls für seine Überzeugungen die Karriere aufs Spiel setzt. Schauen wir mal, was man zeitgeschichtlich dazu sagen kann. Gerhard Schröder kommt 1944 zur Welt. Seine Mutter muss den Lebensunterhalt durch Putzen und Fabrikarbeit selbst verdienen, denn Schröders Vater fällt im Zweiten Weltkrieg. Schröder stammt wirklich aus kleinen Verhältnissen. Die Familie kann sich wenig leisten, die Familienmitglieder verfügen oft über keine höhere Schulbildung. Schröder selbst geht nach der Volksschule in die Lehre. Erst über die Abendschule und andere Weiterbildungsangebote holt er das Abitur nach, studiert Rechtswissenschaften in Göttingen, wird später Rechtsanwalt. Schon seit 1963 ist Gerhard Schröder Mitglied bei der SPD und bei den Jusos, den Jungsozialisten. Das ist die Jugendorganisation der SPD. 1978 wird er Bundesvorsitzender der Jusos, 1980 wird er in den Bundestag gewählt. 1986 wechselt er in den Niedersächsischen Landtag und 1990 steigt er zum Ministerpräsidenten auf. Das hört sich nach einer sehr glatten Karriere an, aber jeder Schritt ist hart erkämpft. Schröder rackert, muss sich immer wieder in der eigenen Partei durchsetzen, Niederlagen einstecken. Er arbeitet sich nach und nach nach oben und dabei lernt er durchaus Härte gegen sich selbst und gegen andere. Schröder ist ein Aufsteiger. Er ist stolz darauf, dass er es geschafft hat und das versteckt er auch nicht. Ebenso wenig seinen Ehrgeiz. Er präsentiert sich den Wählern als Mann, der die Zusammenhänge versteht, der weiß, wie es funktioniert, auch wirtschaftlich. Ein Mann, der anpackt. Da kommt das Stichwort Mut vor, das heute noch auf seiner Homepage steht. Einer, der mutig die Probleme angeht. Ein Macher. Inhaltlich ist er Generalist, also jemand, der sich um das große Ganze kümmert. Die Menschen bekommen also ein ganz gutes Bild, wie er so tickt. Klar, jeder Politiker inszeniert sich. Vielleicht kennt ihr die Szene, als Schröder schon Bundeskanzler ist und Autogramme gibt. Da sagt er zu einem Mann: Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst schreibe ich ja nicht weiter. Stefan Raab hat dazu auch einen ganz bekannten Song gemacht. Schröder setzt sich hier als volksnaher Politiker in Szene. Normalerweise erwartet man ja, dass ein Bundeskanzler sagt: Könnten Sie mir mal bitte ein Bier reichen? Schröder duzt und ist kumpelig, ruppig. Hol mir mal eine Flasche Bier. Aber das ist nicht künstlich, sondern kommt ganz echt drüber. Dass sich Schröder wenig um Konventionen schert, schadet ihm allerdings manchmal auch. Zum Beispiel lässt er sich als frisch gewählter Bundeskanzler im teuren Anzug ablichten. Er raucht gern Zigarre und trinkt teure Weine. Das wiederum schreckt die sogenannten kleinen Leute eher ab. Unter Gerhard Schröder amtiert die erste rot-grüne Bundesregierung. Sie startet mit großen Zielen. Mit dem Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie einleiten, das Steuersystem ökologisch gerecht umbauen, die Arbeitslosigkeit bekämpfen, die doppelte Staatsbürgerschaft einführen und vieles mehr. Die rot-grüne Regierung, die sich auch auf die Tradition und die Ideale der Friedensbewegung beruft, muss zudem den ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr verantworten. Im Kosovo kämpfen bewaffnete albanische Einheiten für eine Unabhängigkeit von Serbien und die serbische Armee schlägt erbarmungslos zu. Angesichts der Massenvertreibungen und Tötungen erklärt der Kanzler im Bundestag: Wir können uns unserer Verantwortung nicht entziehen. Das ist der Grund, warum deutsche Soldaten zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in einem Kampfeinsatz stehen. Da die NATO-Luftangriffe nicht durch ein UN-Mandat gedeckt sind, gibt es besonders bei den Grünen große Widerstände.
Letztlich stimmen die aber zu und damit kann auch die Bundesregierung weitermachen. Nach nicht einmal 5 Monaten im Amt tritt der Bundesfinanzminister und SPD-Parteichef Oskar Lafontaine wegen Differenzen mit Schröder zurück. Verschiedene Projekte der Regierung bleiben stecken. Kompromisse verwässern die ursprünglichen Ideen. Nach gut einem Jahr steht Gerhard Schröder in der Kritik. Zum Amtsantritt verspricht er, vieles besser, aber nicht alles anders machen zu wollen. Ein Jahr später ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Alle Wahlumfragen sehen die CDU-CSU bei fast 50%. Da kommt im November 1999 und in den kommenden Monaten der CDU-Spendenskandal von Helmut Kohl ans Tageslicht. Mehr dazu erfahrt ihr in dem Video oben auf dem i. Ab sofort läuft es für die Regierung wieder besser. Es werden etliche Reformen beschlossen. Unter anderem die Riester-Rente, also die Einführung einer privat finanzierten Altersversorgung, für die der Staat unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse gibt. Gerhard Schröder feilt an seinem Image als Macher, indem er Kritikern dieser Rente entgegenhält, es ist notwendig und wir werden es machen, basta. Der Basta-Kanzler ist geboren. Ein anderer bekannter Satz Schröders lautet, was jetzt wichtig ist, ist eine Politik der ruhigen Hand. Das bedeutet, dass größere Reformen und Veränderungen erstmal nicht kommen werden. Die innenpolitische Lage hat sich verschlechtert, denn an der Börse gibt es im Jahr 2000 einen Crash. Das bringt die Wirtschaft in Schwierigkeiten. Der Abbau der Arbeitslosenzahlen stagniert. Deutschland leidet ja schon seit Jahrzehnten darunter, dass es um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes schlecht bestellt ist. Die dringend nötigen Reformen bringt aber auch die Regierung Schröder nicht zustande. Stattdessen verkündet der Kanzler eben die Politik der ruhigen Hand. Da ändert sich mit einem Schlag die Weltlage. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sagt Gerhard Schröder den USA die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zu. Deutschland beteiligt sich am NATO-Einsatz in Afghanistan. Zwar liegt ein UN-Mandat diesmal vor, aber es ist fraglich, ob die rot-grüne Koalition eine Mehrheit im Bundestag hat. Viele Abgeordnete der SPD und der Grünen wollen dem Einsatz nicht zustimmen. Kanzler Schröder kann zwar mit der Zustimmung der Opposition rechnen, aber er weiß, dass er für solche weitreichenden Entschlüsse eine eigene Mehrheit braucht. Deshalb stellt er die Vertrauensfrage. So diszipliniert er die rot-grünen Abgeordneten und erreicht eine knappe Mehrheit. In der folgenden Zeit verschärft Deutschland seine Sicherheitsgesetze enorm. Denn die Attentäter haben sich in der Bundesrepublik auf den Anschlag vorbereitet. Das sind alles schwere Debatten für die Regierungskoalition. Am schwersten wiegt aber die schlechte wirtschaftliche Entwicklung. Die Arbeitslosenzahlen steigen. Als im Jahr 2002 Wahlen zum Bundestag anstehen, ist die Regierung also nicht in bester Verfassung. Zwei Ereignisse und vor allem die Reaktionen Gerhard Schröders darauf sichern ihm die Wiederwahl. Zum einen poliert er sein Macher-Image auf, indem er bei einer Flutkatastrophe im Sommer mit Gummistiefeln im von Überschwemmungen betroffenen Gemeinden die Lage inspiziert. Zum anderen positioniert er sich klar gegen einen möglichen Krieg im Irak, den die US-Regierung seit einiger Zeit propagiert. Die SPD verliert zwar und bekommt nur 6027 Stimmen mehr als die CDU-CSU, aber weil die Grünen zulegen, kann Rot-Grün weiter regieren. Aber die innen- und wirtschaftspolitische Lage zwingt Gerhard Schröder nur ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl zu einer Kurskorrektur. Die Strukturkrise Deutschlands geht ihrem Höhepunkt entgegen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. 4,7 Millionen Deutsche sind ohne Job. Die Wirtschaft schwächelt und wächst nicht. Die Sozialsysteme sind überlastet. Deutschland gilt als schwacher Mann Europas. Der Kanzler erklärt daher im Bundestag, wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Das Maßnahmenpaket, das vor allem den Arbeitsmarkt flexibilisiert, bekommt den Namen Agenda 2010. Besonders die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen haben es in sich. Wer arbeitslos wird, bekommt nur noch zeitlich begrenzt das sogenannte Arbeitslosengeld 1, das sich am letzten Einkommen orientiert. Danach erhält er das Arbeitslosengeld 2, eine unbefristete Grundsicherung. Im Volksmund nennt man dieses Arbeitslosengeld 2 nur Hartz IV. Das Prinzip lautet fordern und fördern. Und es führt dazu, dass Arbeitslose im Grunde jede zumutbare Arbeit annehmen müssen. Ansonsten greift die Grundsicherung. Kritiker sagen, das bedeute Armut per Gesetz. Diese harten Reformen werden vor allem in der SPD und in den Gewerkschaften sehr kontrovers diskutiert. Gerhard Schröder muss sogar den SPD-Parteivorsitz an Franz Müntefering abgeben. Man könnte sagen, die Agenda 2010 ist wirklich mutig. Denn wie sich zeigt, riskiert Schröder damit das Ende seiner politischen Karriere. Denn die SPD verliert bei den anstehenden Landtagswahlen dramatisch.
Es gründet sich eine neue Partei, die Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, kurz WASG. Gegen Hartz IV und die Agenda 2010 finden riesige Demonstrationen statt. Als die SPD die Landtagswahlen in ihrem Stammland Nordrhein-Westfalen verliert, verkündet SPD-Chef Müntefering in Absprache mit Gerhard Schröder, dass man Neuwahlen des Bundestages anstrebe. Schröder will klare Verhältnisse. Leider ist es nicht so einfach, das Parlament aufzulösen. Daher stellt der Kanzler die Vertrauensfrage. In der Absicht, dass ihm seine eigenen Leute das Vertrauen nicht aussprechen. Als die Regierung damit dokumentiert, dass sie keine Mehrheit mehr im Parlament hat, setzt der Bundespräsident Neuwahlen an. Schröder tritt zum dritten Mal als Spitzenkandidat der SPD an und seine SPD verliert. Aber auch Angela Merkel, die Vorsitzende der CDU, verliert leicht an Stimmen. Es bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Die große Koalition zwischen der stärksten Partei CDU bzw. zwischen CDU-CSU und der zweitstärksten der SPD. In der berühmt-berüchtigten Fernsehdiskussion der Spitzenkandidaten greift Schröder nicht nur Angela Merkel, sondern auch die Medien frontal an. Später bezeichnet er seinen Auftritt als, Zitat, suboptimal. Und tatsächlich meinen viele, dass er an diesem Abend überzieht und so sein Amt endgültig verliert. Aber Schröder ist eben ein Kanzler, der sich gerne mit dem politischen Gegner gezofft hat. Er hat Widerspruch hervorgerufen und auch nach dem Ende seiner Kanzlerschaft sorgt er immer wieder für Verwunderung und bei manchen auch für Ärger. Zum Beispiel arbeitet Schröder für das Unternehmen Nord Stream, das wiederum mit dem staatlichen russischen Ölkonzern Gazprom und dem Kreml verbunden ist. Ich sagte ja am Anfang schon, dass ich mich mit einer Bewertung in diesem Video zurückhalte, weil die Ereignisse relativ kurz zurückliegen. Eines ist aber unstrittig. Der wirtschaftlichen Entwicklung, der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hat die Agenda 2010 auf jeden Fall genutzt. Und es ist auch unstrittig, dass die Arbeitsmarktreformen die deutsche Gesellschaft über Jahre hinaus in Befürworter und Gegner gespalten haben. Auch die SPD ringt jahrelang mit sich selbst. Im Prinzip ringt sie auch heute noch mit sich selbst deshalb. Deshalb frage ich euch, war Rot-Grün eine erfolgreiche Regierung? Hat Gerhard Schröder die richtigen Entscheidungen getroffen? Was bleibt am Ende von ihm? Ist er nur eine Randnotiz in der Geschichte? Oder gehört er vielleicht sogar zu den bedeutenden Kanzlern der Bundesrepublik? Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr eine Playlist mit allen anderen deutschen Kanzlern vor Gerhard Schröder. Und direkt darunter ein weiteres Video der Kollegen von Funk. Und natürlich solltet ihr auch mal bei Instagram vorbeischauen. Da gibt es jeden Tag einen geschichtlichen Happen. Abonniert uns da gerne, abonniert uns auch hier. Und ansonsten sage ich vielen Dank für Abonnieren, für Kommentieren, für Zuschauen und bis zum nächsten Mal.